Namaste Freunde, willkommen in meiner indischen Küche. Im heutigen Video zeige ich euch ein indisches Gericht namens Kümmelreis. Der indische Name für dieses Gericht ist Jeera Rice. Für den Kümmelreis benötigen wir hier 1,5 Tasse indische Basmati Reis. Ich empfehle nur hier Basmati Reis zu nehmen. Für das Maß habe ich eine Tasse genommen. Ich zeige euch diese Tasse, weil hier die Wassermenge für dieses Rezept sehr wichtig ist. 1/4 Zitrone, 2 Teelöffel Kümmelkörner. Hier nehmen wir Kümmelkörner ein bisschen mehr, weil hier ein Kümmelreis ist. 5 Kardamomkasperl. Dann 1 Esslöffel Butterschmalz. Nehmen Sie nur Butterschmalz, verwenden Sie bitte kein Öl. 2 bis 3 Lorbeerblätter. Zuerst waschen wir den Reis und lassen wir den 10 Minuten in Wasser ziehen. Nach 10 Minuten Hilfe eines Siebs das Wasser vom Reis abgießen. Ein weiterer Grund, warum wir den Reis in Wasser einweichen lassen, damit die zusätzliche Stärke mit dem Wasser abgespült wird. Ich habe hier meine Wokpfanne erhitzt und gebe ich Butterschmalz dazu. Der Herd bitte auf die niedrigste Stufe stellen. Sobald das Butterschmalz heiß ist, geben wir die Kümmelkörner und Lorbeerblätter dazu. Wenn die Kümmelkörner braun sind, gebe ich die Kardamomkasperl dazu. Die Kardamomkasperl habe ich ein bisschen geöffnet, damit die intensive Geschmack in den Reis geben können. Nach einer Minute, wenn die Kardamomkasperl aufgebraten sind, dann geben wir die gesiebte Reis in Butterschmalz. Und braten wir das so lange, bis der Reis glasig wird. Inzwischen habe ich das Wasser im Wasserkocher gekocht. Die Menge habe ich hier für 1,5 Tasse Reis, 2 Tasse Wasser genommen. Um die Menge des Wassers zu erkennen, rechnen Sie die Tassen von Reis mal 2 minus 1. Dann haben Sie die Anzahl der Tassen von Wasser. Ich habe den Reis hier ungefähr 10 Minuten auf die niedrige Hitze gebraten. Hier sieht man, der Reis ist hier schon glasig geworden. Jetzt gebe ich das kochende Wasser dazu und alles gut umrühren. Der Herd stellen wir auf die höchste Stufe. Jetzt gebe ich den Zitronensaft dazu. Zitronensaft hilft, die Reisfarbe weiß zu halten. Wenn Sie keinen Zitronensaft dazu geben, kann Kreuzkümmel die Farbe des Reises ändern. Jetzt Salz nach Geschmack dazu geben. Alles gut umrühren und den Herd auf die höchste Stufe stellen. Wir kochen den Reis mit einem offenen Topf, bis die Flüssigkeit komplett weg ist. Dadurch wird der Reis nicht matschig. Inzwischen umrühren. Wenn das Wasser vollständig verdunstet ist, stellen Sie den Herd auf die niedrigere Stufe. Jetzt schließen wir den Topf mit einem Deckel und kochen ihn 5 Minuten lang. Nach 5 Minuten ist unser Kreuzkümmelreis hier fertig. Schalten Sie den Herd aus. Ich öffne den Deckel zu diesem Zeitpunkt normalerweise nicht, aber ich wollte nur zeigen, wie es aussieht. Mit dem geschlossenen Deckel der Reis geht mehr auf und wird lockerer. Lassen Sie den Topf geschlossen bis zum Servieren. Sie können Kümmelreis mit jedem indischen Curry genießen. In meiner Videobeschreibung finden Sie den Link für verschiedene Curries. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und wenn Sie meinen Kanal noch nicht abonniert haben, abonniere es. Dann viel Spaß beim Nachkochen. Tschüss!